So. Jetzt noch Tickets sichern. Ja, bei Late Night Berlin. Ja. Seien Sie live dabei und erleben Sie Late Night Berlin hautnah. Wir freuen uns jetzt über unsere heutigen Gäste. Und da muss ich wirklich sagen, man kennt sie mittlerweile natürlich als sympathische Coaches bei The Voice. Und sie machen das so gut, dass man fast vergisst, dass sie ja eigentlich für was anderes bekannt sind. Ja, eigentlich sind sie die Pioniere des deutschen Hip-Hops, machen das seit mittlerweile 30 Jahren und haben jetzt ein fantastisches neues Album. Das Ganze heißt Captain Fantastic und da gibt es einen Song, der heißt Zusammen. Und ich möchte so sagen, da gibt es eine kleine Zusammenarbeit, aber die ist nicht so richtig gut ausgegangen. Es gab ein bisschen Beef, es gab ein bisschen Stress mit Clueso. Was da genau passiert ist, können wir uns jetzt mal anschauen und dann freuen wir uns auf Smudo und Michi Beck. Die ganze Zeit schon muss er sich vordrängen mit dem Arm. Boom. Ah, ist ja gut. Das geht nicht mit dem Typ mehr. Das kann ja, ich nicht, ertrage das nicht mehr. Das passt schon. Was passt schon? Du mit deinem Scheiß. Gibt ja auch mal Stress, ne? Ist ja nicht so schlimm. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, liebe Zuseher, liebe Freunde von Late Night Berlin und von den Fantastischen Vier. Hier sind jetzt die Fantastischen Zwei. Meine Damen und Herren, begrüße mit mir ganz herzlich. Hier sind Smudo und Michi. Na, macht das noch was mit euch? Ja, macht das noch was mit euch nach all den Jahren? Ja. Vielen Dank, ihr seid süß. Aber wie ist das jetzt? Das ist die eine Auszeichnung. Es gibt noch andere Auszeichnungen, zum Beispiel den Echo. Ja? Das ist jetzt natürlich ein aktuelles Beispiel. Wie wertvoll ist eigentlich so ein Musikpreis? Also, jetzt, wenn Sie alle wird jetzt ja, wo es sie nicht mehr gibt, wird ja immer wertvoller. Die Trophäe an sich, ja klar, weil sie limitiert ist. Ja. Ja, weil so viele zurückgegeben wurden auch. Also es sind ja immer weniger im Umlauf. Also es ist ein Branchenpreis, ist schon gut und wichtig. Es ist schon sehr 90er-Jahre mäßig. Ich finde es schade, dass es jetzt so, dass, naja, die einen haben nichts vom Battle-Rap verstanden und die anderen nichts vom Genozid. So ist es wohl, ja, tatsächlich, genau. Das, das darf man nicht so zögern. Das ist, glaube ich, eine Aussage, die ganz wichtig ist. Ne? Also, dass ihr, ich finde, was ihr halt gut macht oder immer gemacht habt, und es ist euch ja auch nie zum Verhängnis geworden, ist mit einer Entspanntheit auch eine Message vor sich hertragen, ohne dass man das Gefühl hat, ihr verkrampft dabei. Also ist es umso wichtiger, dass gerade bei der Entwicklung des deutschen Hip-Hops, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, ich kenne das auch noch von der anderen Seite und mir fällt es leicht, sagen wir mal, die andere Position einzunehmen. Seht ihr euch als Gegengewicht zu bestimmten Tendenzen? Ja, also ich habe sie ganz verstanden. Ich habe sie verstanden. Zerbrich dir darüber nicht dein hübsches Köpfchen. Nein, es ist wir existieren nicht als Gegenentwurf. Ne? Ich meine, wir waren ja quasi Vorreiter und machen unsere Musik so, wie wir sie fühlen. Wir verstehen aber, warum es auch diesen Battle-Rap gibt und warum es Gangster-Rap gibt und warum der bei den Kids auch so gut funktioniert. Weil ich meine, gegen was willst du dich denn noch auflehnen, auch musikalisch? Du brauchst ja als bisschen jüngerer Mensch, als wir es sind, auch ein Gegenentwurf zum Establishment. Und dafür dient eben Gangster und Battle Rap sehr gut. Ja. Dass der natürlich auch schlecht gemacht werden kann oder schlechte Inhalte haben kann, haben wir jetzt im jüngsten Beispiel erst gesehen. Also haltet ihr das für ein Missverständnis, was da gerade diskutiert wird, rund um die Aussagen? Nö, darüber gibt es kein Missverständnis. Nee, ich finde schon, dass auf der einen Seite kann man ja, ist Provokation ein total normales Mittel in der Musik und auch jetzt speziell auch noch bei jungen Leuten, auch als, wie Michi schon sagte, als Gegenseite zum Establishment. Dann gibt es die vielen Plattenverkäufe und wenn man beim Echo sagt, aber viele Verkäufe wollen wir auch ehren, aber dann gibt es eine Ethikkommission, die sagt, ey, wir müssen aber auf ein paar Sachen irgendwie achten und Verhöhnung von Opfern des Dritten Reiches geht gar nicht und die haben versagt. Ja, das muss man erstmal sagen, dieser Ethikrat hat versagt. Und das nächste finde ich, was aber auch wichtig ist, dass die Aufklärungskultur ganz offensichtlich auch nicht funktioniert, weil wie können dann junge Leute es in Ordnung finden, damit zu provozieren? Ich finde, man muss schon ein bisschen so viel Verantwortung dafür übernehmen, dass man sagen kann, dass man
irgendwie hat man eine Message zu seinen Reimen oder man kann auch die Provokation vielleicht erklären. Und das ist dann so ein bisschen auch substanzlos. Und das ist die andere Seite. Ist es verlogen, von der Plattenfirma die jetzt rauszuschmeißen, zu sagen, oh, da ist irgendwie was ans Licht gekommen, was wir eigentlich wussten? Blieb ihnen doch keine andere Wahl. Keine Ahnung, ja, ich glaube ich auch. Aber die hätten natürlich auch schon mal ein bisschen besser reinhören können, als es gesigned haben. Ne? Das ist die Frage, ne? Weil es war ja da. Ne? So, ihr habt auch Stress mit Leuten. Ne? Ihr seid so lieb, wie ihr so tut. Gerade du, wir sind auch nicht. Also, du weißt du? Ja, mit Clueso. Du hast Clueso richtig schön eine gezimmert. Ne? Ja, ich hab, der hat sich einfach reingedrängt in die Band. Der Typ jünger, besser aussehen, kann auch noch singen und nicht nur rappen. Aber was uns der Streit ist beigelegt, wir sind jetzt Top 10. Wir verstehen uns wieder gut. So schnell kann man sich dann wieder anfreunden. Ne? Ja. Läuft wieder mit uns. Ja, das ist schön. Ich sehe mich ein bisschen als verlängerter Arm der Zuschauer. Und ich muss jetzt eine Frage beantworten, die mir persönlich eigentlich ein bisschen egal ist, aber ich weiß, dass viele Leute zu Hause jetzt genau fragen, why? Warum hast du 2 Uhren an? Ach so. Weil das ist ein verdammter Uhrensohn, Alter. Es ist ja der einzige Schmuck des Mannes. Ja? Wir sind ja auch ausgewiesene Uhrensöhne. Ja. Tragen die ganz gerne. Und wir haben schließlich einen Song auf dem neuen Album, der heißt auch noch Watchmen. Ja. Aber ist mir auch nicht aufgefallen, dass wir euch ehrlich gesagt, das noch mal seht ihr euch aus, noch? Ich bin jetzt eine Woche unterwegs, als Watchmen unterwegs gewesen. Und Thomas, mit dem ich letzte Woche auf Radioreise war, ja. Der hat, und da sieht man das ja nicht, ja. der hat 3 bis 4 Uhren an. Ich wollte mich dagegen abstinken, also habe ich halt noch eine angezogen. Okay, ja. Komm. Völlig, ja. Völlig. Nee, lass mal. Nicht, das ist nicht meine Marke. Ich habe gar keine. Vielleicht kann man auch eine. Aber völlig erhaben gegenüber Sommer- und Winterzeit. Ne? Scheißegal. Ja. Ne? Alles immer mit dabei. Finde ich gut. Du hast mal gesagt, als Künstler hat man die Verantwortung zu überraschen, anstatt eine Erwartung zu erfüllen. Wie habt ihr das jetzt geschafft bei Captain Fantastic? Was sind die Sachen, wo man wirklich denkt, hätte ich nicht erwartet, aber es passt irgendwie zur Band? Also was wir als Echo gehört haben bei den Interviews letztens viel, ist, dass es die Leute wohl ziemlich überrascht, dass wir politischer geworden sind als auf vorhergehenden Alben. Hat uns selbst auch ein bisschen überrascht, aber es musste raus. Wir haben jetzt so viel erzählt rechts, in den letzten ne? 30 Richtig, Jahren. Ne? Rechts seid ihr jetzt, ne? Ja. Wir sind jetzt sehr, sehr, sehr weit rechts. Ja. Gegen rechts. Nein, das, also unser, und wo wir stehen, ist, glaube ich, schon lange bekannt. Wir unterstützen schon lange eine Organisation, die heißt Laut gegen Nazis und machen es auch uns. Haben, glaube ich, daran auch ansonsten keinen Zweifel gelassen, dass wir mit rechts außen überhaupt nichts am Hut haben. Aber es ist schon so, dass wenn du so lange Rap machst und auch als eher unpolitische Band dich selbst gesehen hast, man muss auch so ein 10. Album mit Inhalt füllen. Ne? Und wir haben Spaß auch an Punchlines und an klassischer rap-technischer Selbstbeweihräucherung gehabt, aber das kann kein Fanta 4 Album füllen. Es ist einfach so. Und es musste raus. Und wenn wir uns dann überlegt haben, was ist, wenn wir ehrlich zu uns sein wollen und davon reden, was uns am meisten umtreibt, dann ist es halt jetzt doch mehr das Weltgeschehen, als es vielleicht vor 10 Jahren war. Du musst dir so vorstellen, wir machen unsere Platte, wir machen sie vor sich hin, aber der allgemeine aufsteigende Populismus, nicht in Deutschland, sondern weltweit, geht uns voll auf den Keks und da kamen wir auch nicht dran vorbei und haben ein paar Zeilen über diese Gefühle schreiben müssen, weil es ist also schon, finde ich ganz schlimm. Ich finde das sehr, sehr gut. Oftmals wird immer so die Frage gestellt, was bringt denn das? Es gibt manchmal so Leute, die sagen dann, warum sollen sich denn da Künstler überhaupt einmischen und so? Was haben Künstler damit zu tun? Das ist gerade so eine Tendenz, dass die Leute sagen, ey, Künstler, mach deine Kunst, lass uns mal die Politik machen. Was ändert das? Also ich finde, es ist so, es ist schwer, das wirklich schnell zusammenzufassen, aber es ist eine wirre Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der sich alle informieren können, überall. Und statt dass alle schlauer werden, entstehen aber viele Szenen und Wissensnarrative und Kultur nebeneinander. Und manche sind vielleicht überfordert auch mit den ganzen Informationen, die sie bekommen, fühlen sich unsicher und greifen dann zu einfachen Narrativen, die ihnen Hoffnung geben. Das Problem ist, dass die Vergangenheit den Vorteil hat, dass man sie hinter sich gebracht hat, erfolgreich, und man sich gerne an sie zurückerinnern kann.
Nachteil der Zukunft ist, dass man nicht weiß, was einem noch blüht, und man kann ja hervorragend davor Angst machen. Und mit diesen Mechanismen werden den Leuten Angst gemacht, sie werden in einer Opferhaltung diskutiert und dann fangen sie an, so einfache Narrativen zu greifen und bekommen so ein duales Weltbild und sagen, das ist blöd und das hilft dagegen und machen die Welt ganz einfach, obwohl sie eigentlich viel komplizierter ist. Deswegen ist, glaube ich, Populismus als Mittel der Stimmungsmache und der Meinungsmache und des Stimmenfangs auch weltweit gerade so populär. Deshalb müssen all diejenigen, die darauf nicht reinfallen, finde ich, alle sagen, nee, das ist aber nicht so. Lass uns ein bisschen locker bleiben. Eigentlich ist es besser als früher. Und je mehr wir sind, desto mehr kapieren die anderen vielleicht auch, dass es gar nicht so ist, wie die denken. Deswegen glaube ich schon, das ist eine Aufgabe, ist auch von Musikern. Das war druckreich und war wahrscheinlich in der Aussage schlauer als das, was in mancher Tageszeitung steht. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Finde ich so eine kompakte, so treffend, so präzise formulierte Aussage. Da freue ich mich darüber, dass du heute zu Gast bist. Und herzlichen Dank, Smude, für diesen Video. So, jetzt hörst du mal auf, so schlau daher zu quatschen. Ja, wir wollen jetzt nämlich was. Ich bin auch zum Lachen hierher gekommen. Ich verstehe ja, das überhaupt. Ja, geht jetzt los. Wir spielen jetzt ein Spiel. Ja, und ich freue mich, dass ihr heute hier seid, denn das ist eine Premiere. Wir haben noch nie ein Spiel gespielt bei Late Night Berlin mit Gästen. Jetzt ist es aber soweit. Und ganz wichtig ist es auch die Tradition, dass man, dass die Spieltitel, die müssen sich reimen, sonst ist es kein Late Night Spiel. Ne? Das ist das große Gesetzbuch der Late Night Shows. Es ist das große Prominenten-Straftatenrad mit Michi Beck und Smolo. Only God can judge, is that right? Only God can judge. So. Jetzt spielen wir tatsächlich schon die erste Runde. Es sind Prominente, die ich euch jetzt vorstellen werde. Falls ihr sie nicht kennt, ich erkläre sie euch. Sie haben etwas gemacht, sie sind auch verurteilt worden. Und ihr müsst dann aus drei Antwortmöglichkeiten herausfinden, was könnten die gemacht haben. Ich sage euch dann, was es war. Dieser Herr, den wir jetzt hier sehen, das ist unser erster Prominenter. Ich zeige euch mal die drei Antwortmöglichkeiten. Markus Majowski, was könnte der gemacht haben? Hier sind die drei Möglichkeiten. Was hat er tatsächlich getan? Hat er unerlaubte Veranstaltung von Glücksspiel? Mhm. Gefährliche Körperverletzung? Oder Landesverrat? Was hat er gemacht? Also, Glücksspiel, gefährliche Körperverletzung oder Landesverrat? Jetzt würde mich schon interessieren, wieder. Also, ich finde, das ist so ein Typ, dem du am wenigsten gefährliche Körperverletzung zutraust. Und das sind ja die, die dann eigentlich so, weißt du, dann hintenrum das Klappmesser ziehen. Aha. Und ich zack. Ich finde aber auch, er sieht so ein bisschen scheel aus, unrasiert, was mir sympathisch ist. Aber er hat auch so einen aggressiven Schrei auf den Lippen, das sieht man ja schon auf dem Bild. Ne? Also er guckt schon aggressiv durch seine Brille, finde ich. Ich weiß auch nicht, er macht sowas, so wie diese, er hat sowas, so den Charme von einem Typen, der am Kiez steht vor der Daddelbude und sagt, nicht mit den Schuhen. Also sowieso, der den ganzen Tag im Glücksspielautomat. Ich würde diese Glücksspiele. Also auch, du bist ein, ach so, Glücksspieler. Ja. Also ich leg mich fest. Ihr müsst euch einigen. Ich leg mich fest. Ja, also, ach so, wir müssen einer Meinung sein, oder? Ja, dann leg dich doch auch so fest wie er. Nee, dann bin ich bei Smudo im. Okay. Vielen Dank, danke schön. Da merkt man, so, das ist ein schöner Statusabgleich hier. Okay, also was machen wir? Von wegen Geheimnissen der 30-jährigen Freundschaft und so. Ja, genau. Glücksspiel. 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 Okay, Antwort A, Glücksspiel. Stimmt das denn auch? Leider nein. Es war tatsächlich gefährliche Körperverletzung. Verdammt. Ich immer, das ist das Ding, wenn wir wetten auch. Deswegen hättest du eigentlich einlenken müssen. Ja. Michael hat eigentlich immer recht. Verliert jede Wette gegen mich. Aber du merkst, er ist auch schnell beleidigt. Ja. Wenn wir uns auch unterhalten, kriegt immer jeder einen Punkt. Michael hat zwei. Wenn wir Und womit? Mit Recht. Ja, ganz offensichtlich, ja. Wollt ihr wissen, was er gemacht hat? Nee, Markus Majowski, sehr gern. Markus Majowski, da haben Kinder bei ihm Klingelstreich gemacht zu Hause. Und das hat ihn ein bisschen geärgert, deswegen hat er die mit Steinen beworfen. Ich sag ja, so ein Typ. Und die Richterin hat auch gesagt, naja, wegen den Steinen kamen wir an dem Zusatz gefährliche Körperverletzung nicht vorbei. Genau, ja. Er hätte ja Softballs schmeißen können. Ja, eben, genau. So, oder Bonbons. Oder Eier. So, nächster. Hier. Die Dame kennt ihr, Iris Berben. Was hat die wohl gemacht? Was ist das Vergehen von Iris Berben? A, fahren ohne Fahrerlaubnis. B, Amtsanmaßung. Oder C, unerlaubter Umgang mit gefährlichen Hunden. Was hat Iris Berben gemacht? Amtsanmaßung? Amtsanmaßung ist so zu tun, als wäre man ein Richter. Zum Beispiel. Oder sagen, ich bin Schauspielerin. Oder Schauspielerin. Nee. Die Iris. Ich glaube, die Frau Berben. Jemand wie Frau Berben hat es eigentlich nicht nötig, selbst zu fahren. Ja, das würde ich auch ausschließen. Und
dann musste sie, aber war ihr ausnahmsweise ihr 24-7-Fahrer vielleicht ganz kurz nicht am Start. Ja. Und sie musste aber ganz schnell ins Borchardt zum Beispiel. Taxi. Das kennt man ja als Prominenter. Ganz schnell mal da, wo wir uns auch getroffen haben, du gesagt hast, Jung, kommt ihr übermorgen, wir gesagt haben, Logo, Alter. Ja. Und Champagner weggestellt, Hand drauf. Und sie musste einfach schnell, und Taxi ging auch nicht, weil gerade Messe war, und dann ist sie halt mal gefahren. Ja. Und Mit der Limo, mit dem Holz. Ja, die steht da, und sie ist halt einfach mal selber vorne rein. Und dann, ich meine, ich als Polizist, ich muss nicht mal auffällig gewesen sein, aber ich als Polizist, wenn ich Frau Berben sehen würde, vorne in einer Stretch-Limo fahren, ja, würde ich sie auch auf jeden Fall anhalten. Ja. Deswegen meine Theorie, ich hoffe, du bist bei mir, fahren ohne Fahrerlaubnis. Ich denke immer, ich weiß nicht warum, vielleicht trete ich ihr damit zu nahe, ich denke, es muss eine Straftat sein, die man im Suff macht. aber warum? Also, egal was sie getan hat, sie war auf jeden Fall besoffen. Ist das deine Aussage? Deshalb hat sie aus wie eine Straftat. Ja, weil sie jemand ist, der Kontenance hat und der die dann aber weggefallen ist. Ich meine, vielleicht gab es ja einen guten Anlass. Ne? Hier kann man was machen. Ja, eingezwitschert. Und so, deshalb meine ich das. Und dann? Ja. Was hat sie gemacht? Ja, ich versuche noch meine Theorie auf die Antworten anzupassen. So, ich löse das jetzt mal aber auf. Aber Michi, du hast einen Schuss frei, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Gut, also okay. Du hast Fahren ohne Fahrerlaubnis gesagt und wir loggen mal ein. A, ist das richtig? Stimmt das? Und jawohl, so war's. Aber du hast mir, sagen wir mal, du hast mir so mitgespielt, Michi, dass man im Prinzip, hast du ihr das relativ nett ausgelegt, sie ist 17 Jahre ohne Führerschein gefahren. Sie wurde 1984 erwischt dann, aber 17 Jahre ohne Führerschein. Der Fahrer saß immer hinten. Ja, das saß immer hin, und dann wurde sie sogar noch mit einem gefälschten Führerschein erwischt, den sie irgendwo im Hinterhof gekauft hatte. So, wir haben cool, jetzt noch einen, den ich schon mal vorstellen möchte hier. Guck uns den mal an hier. Über den wird auch noch zu reden sein, ja? Gefährliche Körperverletzung. Also, er hat etwas getan. Er ist dafür nicht verurteilt worden, aber vielleicht erinnert sich das ja heute. Ich bin nicht mehr erwischt worden. Was das alles genau ist, das werde ich Ihnen verraten nach einer ganz kurzen Pause. Wer wissen will, warum dieser junge Mann die Grenzen des Gesetzes übertritt, der muss bei Late Night Berlin dranbleiben. Gleich geht's weiter, ich freue mich. Mit dem Baby, das kannst du. Hallo! Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück zu Late Night Berlin. Bei mir immer noch Smudo, Michi Beck. Wir sind eigentlich gerade noch mittendrin in dem Spiel prominenten Straftaten raten. Das würde ich ja mal mit irgendwie einem Punkt. Habt ihr irgendwie gewonnen, so von mir aus, ne? Und jetzt machen wir weiter. Und zwar gibt es noch eine Geschichte, da hast du auch mal was gemacht. Das hast du mal so angerissen, die Geschichte, in einer anderen Sendung von uns, aber nie richtig erzählt. Und ich würde gerne mal wissen, was da genau los war. Du bist nicht verurteilt worden, aber willst du es selber erzählen oder soll ich die Rahmenbedingungen verkünden? Ach so, es gibt gar keine Auswahl hier. Wer soll auch raten? Ne? Ich will einfach sagen, schuldig. Ich will einfach, dass du das sagst. Ja, es ist ja auch verjährt wahrscheinlich. Ja. Also nach dem ersten großen Erfolg mit Dida 1992, wo wir so vom ganz normalen Durchschnittstwen auf einmal zum Bravo-Titelseiten-Rap-Star wurden, das mussten wir verdauen. Und Thomas und ich haben entschieden, dass wir... Ihr wart gar nicht schuld, die anderen waren schuld. Nee, die anderen waren schuld. Wir haben entschieden, dass wir mal ganz weit wegfahren. Wir waren auch noch nie auf Fernreise, so am besten irgendwo hin, wo uns keiner kennt. Was ja schon in Österreich hätte wahrscheinlich schon gereicht. Aber wir wollten noch weiter weg. Wir wollten nach Asien und sind dann über Hongkong auf die Philippinen geflogen. So eine ganz einsame kleine Insel. Und wir wollten aber auch nicht nur körperlich jetzt sondern weit wegreisen, sondern auch... Mit dem, also, was hast du mitgenommen? Wir haben so kleine Mikros, heißen die. Mikros an sich sind ja nochmal nicht verboten. Nicht also welche, wo man reinrappt, sondern es sind so ganz kleine Tabletten. LSD. Ist das LSD gewesen oder Ecstasy? LSD. Also du hast LSD auf die Philippinen geschmuggelt. Ja. Ist das so? Kann man das so sagen? Ja. War das geschmuggelt? Aber es hat einen guten Zweck. Ja, ja. Es ist auch lang genug her. Weil wir haben Tag am Meer darauf geschrieben. Ja, ja, wirklich. Es war eine Betriebsausgabe. Ich möchte noch mal dazu sagen, dass das natürlich total überhaupt nicht cool ist, aber das Lied ist voll cool. Ja. Meine Damen und Herren, ich sag erstmal danke. Mehr Urlaubstipps gibt's beim nächsten Mal, wenn ihr zu Gast seid. Captain Fantastic!
Das war's so jetzt. Heißt das Album. Das ist die Super Deluxe Box, ja. Und es gibt sogar einige, da ist ein goldenes Ticket drin. Da können dann die Leute auf diese und auf die nächste Tour, glaube ich, oder wie ist nee, also hier auf die Sommerfestivals und auf die Tour im Winter dann. Können jedes Konzert mit Begleitung. Genau, also muss man ein bisschen Glück haben, aber ansonsten ist es natürlich auch für sich gesehen ein ganz tolles Album. Super Deluxe Box, noch ein paar andere Sachen drin. Und Captain Fantastic, herzlichen Dank an Michi Beck und Smudo. Schön, dass ihr heute da wart. Ich möchte noch mal auf die nächste Woche verweisen. Da sehen wir hier die Jerks-Darsteller Christian Ulm und Fari Yardim. Außerdem auf der Bühne James Bay. Kommt gut durch die Nacht, das war's. Tschüss, das war Late Night Berlin. Macht's gut.